Zurzeit könnte sich die Berliner Feuerwehr auch als Schnee- und Eiswehr bezeichnen, denn zahlreiche Einsätze sind dem Winter und Frau Holles Fleiß geschuldet. Am Donnerstagvormittag wurden die Männer in die französische Straße in Mitte gerufen. Wir müssen jetzt hier ein Schneebrett entfernen. Das ist ein Nebengebäude der Staatsoper Berlin. Und das Schneebrett würde eventuell Fußgänger gefährden, wenn das nicht entfernt werden würde. Das Abrutschen von größeren Eis- und Schneemassen ist eine Gefahr, die vom Tauwetter nicht verhindert, sondern sogar befördert wird. Besserung ist nicht in Sicht, stattdessen noch mehr Schnee. Bis 12 Uhr waren es allein schon fast 30 Einsätze, wo wir mit Drehleitern versuchen mussten, an überhängenden Dächern Schneebretter, Schneemassen, Eiszapfen, die dort abzustürzen drohten, zu entfernen. Wir rechnen auch in den nächsten Tagen weiter mit solchen wetterbedingten Einsätzen. Endgültig vorbei werden diese Einsätze erst dann sein, wenn wir wirklich auch wieder Frühling haben. Der Verkehr läuft unterdessen weitgehend normal, solange man keinen Parkplatz braucht. An den Straßenrändern türmen sich nämlich oftmals bis zu einem halben Meter die weggeschobenen Schneemassen. Auch für Radfahrer kein Durchkommen. Viele steigen darum auf Bus und Bahnen um. Hinzu kommen enttäuschte S-Bahn-Kunden. Sie alle bescheren der BVG täglich 300.000 Fahrgäste mehr als sonst. Wir reagieren so gut wir können, aber wir sind natürlich ein Verkehrsunternehmen, was sozusagen eine normale Reserve hat. Im Winter geht ihnen auch immer mal was kaputt. Wir sind aber natürlich kein Verkehrsunternehmen, was ein anderes ersetzen kann. Also das heißt, wir haben Kontakte verändert, wir sind zum Beispiel bei der Straßenbahn zum Teil in 5-Minuten-Takte gegangen, aber viel mehr ist da auch nicht drin. Wegen Eis und Schnee konnte am vergangenen Abend eine Buslinie vorübergehend nicht fahren. Verspätungen sind häufig, darüber hinaus wird den Fahrgästen akrobatisches Geschick abverlangt, wenn sie in den Bus oder heraus wollen. Das ist auch für unsere Fahrer ein ganz großes Problem, denn die kommen oft selber nicht richtig an die Bushaltestelle ran. Oder sie müssen ein bisschen weiter weghalten, damit die Leute überhaupt ein- und aussteigen können. Und das ist natürlich eine ärgerliche Sache, wo wir zwar immer wieder dann uns an die BSR und an die Ordnungsämter wenden, aber wo wir leider auch nichts machen können. Auch Fußgänger zu sein ist ein Abenteuer. Viele Gehwege und Plätze gleichen einer Buckelpiste mit mager gestreuten Trampelpfaden. Grundstückseigentümer kommen ihrer Räumpflicht kaum nach, obwohl Bußgelder drohen. Theoretisch. Doch die Behörden müssen die Unterlassung kontrollieren, den Eigentümer ermitteln etc. Und das dauert lange. Offenbar so lange, bis der Winter in Berlin längst wieder Geschichte ist.